Er steht im Kreis und zu den Evangelien von dem wir es gerade gemacht haben. Und jetzt ist man kann alles immer erwarten. Trotz, egal was geerntet wird, Orangen, Frühjahr, Herbst, Winter, kann man immer haben Äpfel, kann man immer haben Bananen, das ist immer ein viel toller Sache. Man kann alles immer haben. Man kann sich immer mit dem Liefer abreden, man muss ein Handy haben und sagen, hey, kommst du vorbei? Und sofort funktioniert alles. Man kann alles immer haben. Weil die Verabredung im Restaurant, die Leute, die reservieren, dann wird gleich schon mal drei Restaurants gleichzeitig im Kampf, schon mal entscheiden sich, was man haben möchte. Man kann alles immer haben. Stimmt das? Wenn ich wollte, dann konnte, oh, damals kann man primitiv gewinnen, ohne Handy.
sondern Jesus meint uns wirklich so. Das ist, glaube ich, gerade heute was besonders Wichtiges. Dass wir Menschen aus einer Haltung gehen, die sagt, ich möchte offene Augen und offene Ohren und offene Sinne haben für das, was kommt. Und du bist nicht dann besonders frei, wenn du dich an nichts kümmerst und alles immer für dich haben willst, sondern du bist dann frei, wenn du viele Menschen hast, die auf dich vertrauen können und denen du vertraust. Und dann hast du sicher den Grund und den Boden und kannst dich frei bewegen. Jesus vertritt dieses Konzept, du solltest wach sein, bereit sein für das, was kommt. Denn dieses Konzept, jederzeit alles machen können, das ist letztlich schrecklich einsam. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, was die Hölle ist. Das ist die Hölle. Wenn Menschen nur noch an sich selber denken und ganz einsam sind und am Schluss auch denken, was sie nicht Gott haben. Das ist die Hölle. Deswegen mein dritter Punkt. In der Stichwort Apokalyptik, Offenbarung, wenn das sozusagen der Grund und das Ende der Welt offenbart wird, in dem Leben, im letzten Buch und auch in dem, was Jesus heute im Evangelium gesagt hat, dann ist das etwas, wo er natürlich spricht aus der Begrenzung der Zeit dieser Schöpfung. Die ist nicht immer schon da gewesen und wird nicht immer sich weiter drehen. Feste Überzeugung der Liebe, sondern es gibt einen Ursprung und Anfang in Gott und es läuft auf ein Ziel hinaus. Das Ganze der Schöpfung und so auch das Ganze von deinem Leben. Es ist nicht Zufall, dass du da bist, sondern es hat begonnen damit, dass Gott dich deinen Namen genannt hat. Und so ist Apokalyptik immer etwas, was in den Blick nimmt, dass diese Welt endlich ist und die Kraft dieser Welt endlich ist. Aber es ist immer auch etwas, was in unsere Zeit und in mein Leben hineingeht. Dass auch ich weiß, es ist nicht immer alles, was ich wiederhole und man kann alles haben und es ist beliebig verfügbar, sondern dass es so etwas gibt wie jetzt seinen Zeitpunkt. Jetzt seinen Zeitpunkt der Begegnung. Jetzt, weil etwas passiert und du sagst, jetzt muss ich antworten und reagieren, jetzt muss ich bereit sein. Da ist ein Mensch, der mir seine Liebe schenkt. Wenn ich sage, ich habe keine Zeit, ich habe es anders und möchte gar nicht. Da ist ein Mensch, der dich vielleicht braucht in deiner Liebe. Da ist eine Zeit, wo es heißt, als Christ aufzustehen, weil alles verschwiegen wird, Unrecht und die Gewalt. Wir kennen das in Deutschland und aus vielen Beispielen. Das alles ist Advent. Jetzt, Anfang des Advent, weil Advent ist eine Vorbereitung darauf, auf Weihnachten. Advent ist Vorbereitung auf Weihnachten, aber das heißt auch, Advent ist Vorbereitung darauf, dass Gott bei uns geboren wird. Das heißt auch, dass Gott bei dir geboren wird. Gott möchte bei dir da sein. Und sich darauf vorbereiten bedeutet, die Sinne wach zu machen, aufmerksam zu sein für Gott und nichts anderes als beten. Also Advent bedeutet, versucht man neu zu beten. Stille zu haben, wo ich mal abschalte oder und mal ganz, ganz sorgfältig zuhöre, das bewegt sich dann in meinem Herzen, wenn ich sage, Vater und Seele, Gott, anfangen zu beten, wieder neu leben vielleicht. Und im Advent, das ist die andere Zeit, wo man diese Farbe wieder trägt, das gilt jetzt für die Erwachsenen auch, eine Zeit wirklich der Umkehr. Vielleicht eine Gelegenheit wieder zu nutzen für die Beichte. Es gibt jeden Abend in der Woche Beichtgelegenheit in Marienhof, man kann sich jederzeit jeden Beichte melden. Wir haben vor Weihnachten auch hier wieder einen großen Beichtgottesdienst mit mehreren Priestern, wo man zum Beispiel kommen kann. Weil diese Chance zu nutzen, zu sagen, ich bereite mich vor für eine Begegnung mit Gott, bedeutet auch, dass ich darauf vertraue, dass ich mit diesem Gott auch meine eigenen dunklen Seiten anschauen kann. Dort, wo mein Leben aus dem Unter gelaufen ist, oder dort, wo ich eine Gewohnheit sich immer mehr festfrisst, die letztlich mir und anderen schadet und mich immer mehr entfernt von Gott. Advent ist Zeit der Vorbereitung. Und wenn so nacheinander die vier Kerzen am Adventskranz entzündet werden, dann könnte vielleicht so nacheinander ein bisschen mehr von dem Licht von Weihnachten in deinem Herzen sein.
Das ist natürlich heutzutage ganz einfach. Wenn der Wagen ist Weihnachten, dann wenn der